Es funktioniert! Wer von euch hat denn schon mal Fortnite in der Badewanne gezockt? Mama, mach mal Fritten! Für mich gibt's eine Pizza Tonno. Ah. Mh, geil. Meine Augen brennen auch total. So ein schadenfrohes Aussehen. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Challenge. Mein Name ist Julian, für alle, die mich kennen. Mein Name ist Sophia. Für alle, die Sie nicht kennen. Alle, die mich kennen und die meinen Kanal kennen, wissen, dass wir auf diesem Kanal immer einmal im Monat eine Challenge machen, irgendwas Verrücktes. Und ich versuche, die Reichweite für was Positives ein bisschen zu nutzen. Und ihr spendet dafür für den nächsten Monat, für die nächste Challenge. Wir haben für die heutige Challenge knappe 300 Euro gesammelt auf Moneypool. In der Videobeschreibung findet ihr den Link für die nächste Challenge. Am Ende dieses Videos sage ich, was die nächste Challenge wird. Wird auf jeden Fall richtig krass. Dieses Geld werden wir ans Deutsche Rote Kreuz spenden, die das Geld nutzen, um hilfsbedürftigen Menschen den Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Ich lege da auch noch was oben drauf. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, befindet sich hier die Badewanne. Wir haben schon so ein bisschen was zu essen hingestellt. Und ja, haben hier einige Sachen auch um die Badewanne herumgestellt. Das werden wir euch aber alles im Laufe des Videos zeigen. Das wird ja sonst ein bisschen die Spannung rausnehmen. Für uns heißt es jetzt 24 Stunden hier drin verbringen. Du bist ein richtiger Badewannen-Fan, aber so lange bist du noch nie in der Badewanne gewesen, denke ich mal. Und wir haben jetzt, wie ihr seht, 8.40 Uhr. Das heißt, die Challenge ist in 24 Stunden geschafft, sobald wir das Ding betreten, das Wasser. Alles klar. Beginnen wir mal die Challenge. Gar nicht mal so warm eigentlich, ganz schön kalt. Mein Plan war es, das Wasser nicht ganz so warm zu machen, weil man sonst richtig schnell so Schrumpelhaut bekommt. Und ich kriege sehr, sehr schnell so Schrumpelfinger und Schrumpelfüße. Und das tut bei mir dann richtig weh. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es nicht ganz so warm. Viele von euch werden sich bestimmt schon mal jetzt fragen, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr mal aufs Klo müsst und so weiter und so fort. Ich habe mir eine kleine Spielregel überlegt. Erstens, Spielregel Nummer 1. Es müssen mindestens 10% im Wasser sein. Da müssen wir natürlich 24 Stunden im Wasser sein insgesamt. Und für unvorhergesehene Sachen und so weiter und so fort oder für vorhersehbare Sachen, machen wir jetzt eine Sache, und zwar halten wir die Luft an. Ich werde unter Wasser gehen, Sophia halte ich die Nase zu und den Mund. Und die Minuten oder die Sekunden, die man dadurch sammelt, darf man in den 24 Stunden auch außerhalb mal kurz verbringen, um zum Beispiel sein Geschäft zu verrichten. Gut Leute, dann schauen wir mal, wie lange ich das Ganze schaffe. Wir haben es gerade eben schon mal gemacht, aber da hat die Kamera nicht gefilmt. Also wir machen es jetzt nochmal. Ich bin ein bisschen krank. Wahrscheinlich werde ich es nicht allzu lange unter dem Wasser aushalten. Mal schauen, wie lange ich unter dem Wasser aushalte. 1, 2, 3. Boah, 38 Sekunden. Das ist echt eine richtige Scheißzeit. Ich weiß, dass ich ungefähr so eigentlich 1,5 Minuten unter Wasser aushalte. Das heißt, ich habe 38 Sekunden für mich, die ich in den 24 Stunden benutzen darf, um rauszugehen. Sophia hat Make-up drauf, deswegen wird sie nicht baden, sonst schaut sie danach aus wie so ein begossener Panda. Ja, und Sophia hat ja auch komplett lange Haare und dann würde sie sich wahrscheinlich erkälten, wenn die ganzen Haare die ganze Zeit nass sind. Deswegen wird Sophia das Ganze anders machen und sie hält sich selber die Nase zu. 3, 2, 1, go. Okay. Okay, 1 Minute fast. Eine knappe Minute, richtig gut auf jeden Fall. Eine knappe Minute für dich, 38 Sekunden für mich. Für alle, die sich fragen, was hier eigentlich für Zeug die ganze Zeit steht, das werden wir euch jetzt erklären. Denn Leute, wir haben noch nichts gefrühstückt und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze wie so ein bisschen die alten Griechen oder so. Ich glaube, die haben damals auch mal so im Liegen gegessen. Und dann aber so ein bisschen, nicht in der Badewanne. Ja, nicht in der Badewanne wahrscheinlich. Mmh. Dann haben die sich so Trauben genommen und einfach so, ja, du liebst doch Trauben. Und hier haben wir zum Beispiel auch noch Krapfen. Die gab es bestimmt auch schon bei den alten Griechen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr bei euch sagt. Bei uns sagt man Krapfen. Ich weiß, manchmal sagt man auch Berliner. Ja. Was kennst du noch? Ja, Krapfen. Krapfen. Ja, Krapfen und Berliner. Krapfen und Berliner kennst du nur. Hier einmal Avocado-Brot für Sophia. Auch typisch altgriechisch. Oh, das ist schon voll braun geworden. Krass. Ja, mir steht schon eine Weile. Und für mich gibt es Vollkornbrot mit Protein-Cream. Schaut ein bisschen aus wie Nutella, ich weiß, aber es ist Protein-Cream. Mmh. Ja, ich habe auch schon so einen verdammten Kohldampf. Glaubst du, wir gönnen uns heute? Mhm. Glaubst du? Hoffentlich. Ich merke jetzt schon, die Badewanne ist zwar nicht sehr klein, aber ich glaube, bei 24 Stunden wird es wirklich verdammt sportlich hier drin. Ah, genau der Bisschen, wo keine Limonade drin ist. Mmh. Oh ja, geil. Wir hauen jetzt rein, Leute. So Leute, was geht bei euch? Bei uns ging nicht viel, also ihr habt gesehen, wir haben die ganze Zeit echt am Handy gechillt und am Laptop.
Jetzt steht hier schon wieder ein neuer Laptop. Es ist jetzt 11.45 Uhr. 11.55 Uhr meine ich. Das heißt, wir sind jetzt seit über 3 Stunden hier schon drin. Die Zeit verging sauschnell, ehrlich gesagt. Wenn ihr euch fragt, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ich habe ein Video geschnitten. Sophia hat was auf Instagram gepostet und so weiter und so fort. Ich habe das letzte Video in Cheat Day geschnitten. Wer mein 24 Stunden im Auto Video gesehen hat, der weiß, dass wir da zum Beispiel Fortnite gezockt haben. Ich habe mir gestern schon den Laptop von meinem kleinen Bruder ausgeliehen. Und wir können jetzt hier eine Runde Fortnite zocken, Leute. Wer von euch hat denn schon mal Fortnite in der Badewanne gezockt? Also ich habe noch nie irgendwas in der Badewanne gezockt. Kennt ihr die Leute? Peanut Caramel von Milka. Die sind Hammer. Richtig geil. Das mache ich gestern schon rein. Echt? Ja. Die sind gut, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich finde die ganz geil. Gessen. Mhm. Also für alle Peanut-Lover, das ist echt geiles Zeug. Und falls irgendjemand von euch denkt, dass ich bei der Challenge cheate, weil manchmal die Kamera an einer Position ist, das ist ein Weitwinkel, die Kamera ist gar nicht so weit weg, wie ihr denkt. Passt mal auf. So, und man macht nämlich einfach nur die Kamera am Stativ ab. So, und schon habe ich die Cam in der Hand. So, Leute, Achtung, ich habe jetzt hier gerade jemanden gefunden. Erster Kill könnte das werden. Ich glaube, der bewegt sich nicht, der spielt nicht. Oh mein Gott, ich habe den ersten Kill gemacht in meinem Leben, glaube ich. Echt? Kann schon sein. Ich spiele das ja nie, das Game. Ich weiß gar nicht, was für ein Spielmodus ich hier gerade zock. Ich habe einfach irgendwas gedrückt und jetzt bin ich da drin. Aber ich muss schon sagen, Fortnite ist schon irgendwie ein ganz lustiges Spiel. Also es macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Ich will nicht sterben. Scheiße. Ich bin gestorben. Das war so. Irgendwo kommen Schüsse her. Ich hatte 2 Schildtrank voll und verreckt trotzdem. Jetzt bin ich schon wieder tot. Dieser verdammte Dreck. Ich komme da rein, sehe nicht mal, das Spiel war nicht mal drin und bin schon wieder tot. Da ist einer, da ist einer. Der gehört mir. Nein, Waffe, schnell. Oh, nein, falsche Waffe. Fuck. Verdammt, wo ist die Waffe? Da! Ja, so geht's mir, wenn ich Fortnite zocke, Leute. Deswegen bin ich auch kein Gaming-YouTuber und überlasse das lieber anderen Leuten. Schreibt mal in die Kommentare, was für Spiele ihr am liebsten spielt. Also ich zocke eigentlich richtig gern, wenn ich was zocke, momentan zocke ich nicht so viel, Call of Duty oder ab und zu FIFA. Aber eigentlich Call of Duty Modern Warfare 2 war so, finde ich, das geilste Game. Ich fühle mich ein bisschen so wie so ein, keine Ahnung, so ein bisschen so ein fettes Schwein. Ich habe mir gerade Süßigkeiten reingehauen, liege hier oberkörperfrei in der Badewanne mit meiner Plauze und zocke. Mama, mach mal Essen! Mama, mach mal Fritten! Her damit! Leute, ich habe einen epischen Sieg geschafft. Schaut her. Und wir heißen Sie neu. Herzlich willkommen, unsere Gamerin Sophia Sky. Herzlich willkommen im Gaming-Studio Badewanne. Du musst einfach X musst du drücken. Oh oh. Das ist so cool. Um Valors Schwingen einzusetzen. Was heißt das? Was meinst du, was sind Valors Schwingen? Oh, alles ist ja geil. Oh, kann ich auch Auto fahren? Nee. Da hat jemand geschossen. Oh oh. Scheiße! Mann! Alter, ich bin tot! Sophia ist tot! Bin ich das jetzt? Doch, Logik. Das bin ich! Das bist du jetzt? Aber das ist Sophia jetzt! Nee, die hat ein cooles Outfit. Die geht voll ab, die Alte. Die hat eine pinke Pumpgun. Das sieht so aus, als wäre ich das. Doch, ich bewege das ein bisschen. Das ist ohne Scheiß. Ich habe gerade nach links gemacht und hat sie sich bewegt. Was lachst du? Warum gehst du da? Was ist das? Was verarschst du mich? Geil, das bist du nicht, Schatz. Das ist einfach nur die Person, die dich umgebracht hat. Okay, du schaust ja jetzt gerade beim Zocken zu. Oh, ich bin 20. 20. bist du schon. Wenn du fester drückst, rennt der Schneller. Ich drück doch schon fester. Ich mach die Fernbedienung kaputt, den Controller. Was? Das war ein Witz. Du musst nicht fester drücken. Das ist wurscht. Du bist so assi. Ich drück da richtig fest rein. Ich hab schon voll den Krampf in meinem Finger. Hey, der ist einfach abgeknallt. Aus dem Nichts. Der hat dich gesniped, Alter. Boah, was ist das für ein Arsch? Hashtag 8, Alter. Du bist 8. geworden. Ja, wow. Sophia. Und ich wurde einfach abgeknallt aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Richtig hinterhältig. Oida. Ich würde sagen, Sophia, ich würde zocken noch eine Runde und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. So, Leute, also 14.19 Uhr. Wie geht's dir? Kleiner Zwischenstand. Ganz gut. Und meine Füße haben vorhin irgendwie ein bisschen wehgetan. Dann habe ich die eine Stunde so hier rausgehoben. Ey, du hast, ich schwör's dir, du hast 0,0 Schrumpelfüße. Ja, ich habe sie auch die ganze Zeit rausgehalten. Also so sehen meine Füße bis jetzt aus. Also die sind schon richtig, richtig schrumpelig. Ja, aber du hast deine Füße auch immer im Wasser gelassen. Aber ich muss langsam mal Pippi. Ich glaube, ich mache hier einfach jetzt in die Badewanne. Nee. Doch. Bitte nicht. Dann halte ich die Challenge nicht mehr aus. Also wenn jetzt hier noch... Oder hast du schon? Das ist deswegen so schlimm. Vielleicht. Nein, nein, nein.
Dann mach ich auch. Oh nein. Sophia und ich, wir haben uns jetzt so ein kleines Ding überlegt, wie ich das Ganze lösen kann, wo ich mir Sekunden sparen könnte. Und zwar ist hier quasi die Toilette. Wir sind ja in der Wohnung von meinem Vater. Das hier ist die Toilette. Von deinem Vater? Hier ist quasi, ja, hier sitzen, liege ich hier drin. Also ich könnte das Ding aufmachen und mit gut Glück da vielleicht rüber treffen. Aber das ist wirklich riskant, Alter. Dann machen wir es so, ich habe eine Idee. Wir bestellen uns jetzt Pizza als Mittagessen. Ich habe nämlich langsam richtig Kohldampf. Dann nutze ich meine Sekunden, um die Pizza von der Tür abzuholen. Okay, also ich muss erstmal Wasser lassen jetzt, ganz kurz. Ich muss erstmal Wasser lassen, merke ich gerade auch, wenn wir darüber reden. Fuck. Das ist immer noch ein kleiner Abstand. Aber immer noch. Es funktioniert! Also Leute, das ist jetzt echt nichts, worauf ich stolz bin in meinem Leben, dass sowas im Internet veröffentlicht wird. Sehen wir es einfach mal so, war ja irgendwie auch für einen guten Zweck. Gut Leute, dann bestellen wir uns eine Pizza und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann später. 15:49 Uhr. Und die Pizza ist gerade eben gekommen. Das Gute ist auch, dass mein Vater mittlerweile gekommen ist. Der war die ganze Zeit nicht daheim. Das heißt, dass ich jetzt die Badewanne gar nicht verlassen werden muss, sondern er mir quasi die Pizza bringen kann. Papa, kannst du uns kurz die Pizza bringen? Mach mal Essen! So, ich hab schon alles. Wechsel mal kurz in die Perspektive. Ich hab schon alles zurechtgeschnitten. Das ist nicht, nicht den Film geschnitten, sondern die Pizza. So, ihr Wasserratten. Einmal vegetarisch. Oh, dankeschön. Genau. Und wenn die Pizza zu kalt sein sollte, dann tut ihr sie einfach nochmal ins Badewasser. Super. Alles klar. Danke dir. Ja, bitte. So. Hast du auf jeden Fall geholfen. Ja, wunderbar. Mahlzeit. Viel Spaß. Danke. Für mich gibt's eine Pizza Tonno. Du hast eine, was hast du für eine vegetarische, gell? Ja. Ja. Also, wir hauen uns einfach hier weiter rein und wir sehen uns danach wieder. So Leute, jetzt haben wir aber genug gegessen und am Handy gechillt. Es ist momentan gerade richtig geiler Sonnenuntergang und wir haben jetzt ungefähr so 20 vor 6. Ich habe mir aber gedacht, ich zeige das Ganze mit der Drohne. Ja, film mal ganz kurz nach unten. Wir stehen natürlich noch im Wasser, ist ja ganz logisch. Wir fliegen jetzt mal hier raus, würde ich sagen. Oh Gott, ich habe Angst, aber okay. Was denn? Meinst du, da passiert was? Nee. Nee, okay. Nur nicht fallen lassen, wenn es geht. Ja, okay, ich halte sie fest. Aber, okay. Take off, okay. Bereit? Ja, was soll ich jetzt machen? Einfach dann loslassen, wenn ich sage, wenn sie wegzieht, okay? Lass los! Es hat funktioniert! Wow! So Leute, also wir haben 18.52 Uhr, wir chillen jetzt seit 10 Stunden in der Badewanne. Fazit bis jetzt, so langsam könnte man schon raus, gell? Also irgendwie fühlen sich meine Füße ein bisschen eklig an, ich muss die mal wieder raushängen. Du musst deinen Lörres mal wieder ein bisschen hängen lassen. Was? Dein Lörres. Das ist ein Lörres. Was ist ein Lörres? Ein Schwanz. Vielleicht, ja. Was ist das? Hast du ein Problem? Hast du Bock, mich zu schlagen, oder was? Ja. Ja, ich merke schon. Wenn euch die Idee mit den Challenges und dem Spenden gefällt, lasst gerne noch schon mal jetzt ein Abo da. Vergesst es nicht und einen Daumen da lassen, wenn euch das Video bis hierhin gefällt. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was war das Längste, was ihr jemals in der Badewanne gewesen seid? Also ich glaube, bei mir war das Längste, was ich in der Badewanne war, vielleicht mal eine halbe Stunde. Das Ding ist so ein bisschen, dadurch, dass wir zu viel gegessen haben, merke ich so ein bisschen, ich müsste mal vielleicht so irgendwann mal auf die Toilette, aber das würde ich in 38 Sekunden nicht schaffen. Aber das muss ich jetzt noch 14 Stunden verdrücken. Jo Leute, and welcome back zu unserem Badespaß hier auf YouTube. Also das Gute ist, das Sushi ist mittlerweile da. Mein Vater hat es sogar für uns abgeholt, hergebracht. Ohne Witz, ich glaube, ohne den wären wir jetzt echt am Arsch. Ja, da bräuchten wir irgendjemanden. Papa, kannst du uns nochmal das Sushi bringen? Mach mal Essen! Selbstverständlich. Auf geht's zu unserem Doktor... Dr. Bob. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aus Rechten, aber keine Ahnung. Ist ja auch dann könnte es sein, dass wir eine Urheberrechtsverletzung begehen, oder? Genau, nach Artikel 13. Genau. Also, liebe Zuschauer, ich sage euch nur eines. Seid froh, wenn ihr keine Söhne habt und keine angehenden Schwiegertöchter, die irgendwelche
Wannen-Challenges machen, weil ihr seid den ganzen Tag nur am Rennen. So, hier, Mahlzeit. Jawohl, danke schön. Und jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Sushi Nummer 1, jo. So, uiuiui, da geht's gleich weiter. Oh, genau. Danke. Passt ja sehr gut, oder? Viel jo. Fisch. Fisch muss schwimmen. Passt. Guten Appetit. Mich sehen wir heute nicht mehr. Mir reicht. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Also Leute, wir haben jetzt 21.18 Uhr. Mhm. Ist gut? Mhm. Lecker? Mhm. Okay. Was hast du denn da für eine Sauce reingemacht? Ich habe mir hier einmal die Sojasauce drüber gekippt. Hier überall, da ist es auch noch richtig geil. Jetzt mal ein bisschen Sojasauce hier ins Wasser rein. Kurzer Test. Excelente. Geil. Ah. Geil. Was seid ihr? Seid ihr Team Sushi oder Team Pizza? Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich wäre Team Sushi. Weil das Geile ist, Sushi ist so gesund. Okay, Leute. Rein damit. Jawohl. 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 Darf ich jetzt pinken gehen? Ja, du darfst pinken gehen, wenn du möchtest. Wie viele Sekunden habe ich? 58 Sekunden hast du. Schaffst du das? Ja. Also Leute, 22.24 Uhr. Sophia geht das erste Mal aufs Klo. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, go! Hau rein! Aber tut dir nicht weh. Ich kann mich nicht entspannen. So, also Leute, Sophia hat 27 Sekunden gebraucht. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Zeit nur benutzt, glaube ich. Ja, die Hälfte der Zeit. Das heißt, ich darf nochmal pinkeln gehen. Jawohl. Mega. Wow. Wow. Big Brother's watching. Die Ehren-Community is watching. YouTube is watching. Also, du sagst es auf jeden Fall. Die Leute, die mal wieder ein bisschen gesehen haben, dickes Ehren-Community an euch. Ihr seid einfach die Besten. Aber das Video wird noch richtig krass, glaube ich. Also jetzt steht so langsam die Nacht an. Dann packen wir den Laptop da unten, ziehen uns einen Film rein. Wir haben hier auch noch Kerzen, die hinten stehen. Die werden wir dann ein bisschen anmachen und dann... Machen wir es romantisch. Romantisch. Jo, also Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Es ist 23.53 Uhr, Leute. Wir haben uns jetzt hier einen Film rausgesucht und werden uns jetzt Colombiana anschauen. Der Film geht knappe 2 Stunden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, langsam irgendwie, jetzt kommt so der Punkt wieder, wo es ein bisschen, ich weiß nicht, immer so vom Schlafen gehen ist es irgendwie, wo man sich dann so denkt, eigentlich will man jetzt ins Bett gehen und sich eigentlich nur hinlegen und pennen. Und jetzt liegt man hier in der Badewanne. Und so würde man jetzt normalerweise sagen, jetzt würde ich gerne raus, ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Ja, wir schauen uns jetzt einen Film an, weil wir uns sicher sind, dass wir nicht pennen werden können jetzt sofort. Also ich muss sagen, ich bin schon irgendwie ein bisschen müde, meine Augen tun noch irgendwie weh. Wenn ihr wollt, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr es nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Idee mit dem Spenden gefällt. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr für den nächsten Monat schon mal spenden. Ab 5 Euro könnt ihr euren Instagram-Namen dazu schreiben, dann kriegt ihr einen Shoutout auf meine Instagram-Story. Und ich wollte mal ganz kurz noch erklären, bevor wir uns den Film anschauen, warum wir an Deutsche Rote Kreuz spenden und warum Trinkwasser? Da geht natürlich sau viel Trinkwasser drauf bei so einer Badewanne und wir liegen hier quasi im Trinkwasser, während andere Menschen kein Trinkwasser haben und deswegen werden wir auf jeden Fall mindestens 300 Euro spenden. Ich klicke noch was oben drauf und dann wird noch ein fetter Betrag am Ende zustande kommen. Das Ganze könnt ihr dann bei mir auf Instagram auf jeden Fall sehen. So, jetzt haben wir aber lange genug rumgequatscht, würde ich sagen. Jetzt schauen wir uns den Film hier an und mal gucken, wie der ganze Film ist. Wow. Wow. Jo Leute, wir haben mittlerweile 2.13 Uhr. Wir haben den Film angeschaut und er war echt richtig gut, muss ich sagen. Also, ich bin echt genau das, was ich eigentlich, worauf ich Bock hatte. Mein Papa hat sich schon vor ungefähr einer Stunde hingelegt und pennt. Der muss mich morgen früh raus. Dann hat er mich gefragt, jo, sehen wir uns um 7, bevor er in die Arbeit fährt? Und dann habe ich gesagt, ja, garantiert, wir werden auf jeden Fall hier sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht schlafen können werden. Ich habe jetzt langsam so das Gefühl, ich habe es vorhin in meiner Haut gemerkt, die lässt sich so ein bisschen, vor allen Dingen an den Beinen, wenn ich so rüberfahre, das ist wie so ein Radiergummi, der geht so ein bisschen ab. Die ist so, wie wenn man rüberreibt, so ein bisschen. So sehen momentan meine Füße aus, Leute. Die sehen ein bisschen wie so eine alte Schrumpelhaut aus, muss ich sagen. Also sorry für den Anblick, aber... Ja, wir sind einfach nur mega, mega müde. Meine Augen tun schon richtig weh und mein Bikini ist so unbequem. Das tut schon überall zwicken und kratzen und es ist einfach nur unangenehm. Wir hauen uns auf jeden Fall aufs Ohr ein bisschen. Wir sehen uns dann. Ciao.
So Leute, wir haben mittlerweile 3.58 Uhr. Jetzt muss ich sagen, ist langsam der Punkt, wo es mir richtig scheiße geht. Wirklich richtig scheiße. Aus dem Grund, dass ich gerade momentan hier sitze und richtig kranke Kopfschmerzen bekomme, dadurch, dass man die ganze Zeit irgendwo seinen Kopf anlegen möchte. Und durch die warme Luft, weil es ist draußen mittlerweile arschkalt. Also den ganzen Tag über war es so ein bisschen mild und dann konnte man easy durchlüften. Jetzt ist es draußen minus 10 Grad, das heißt, es zieht richtig kalt runter von oben. Ich hole euch da mal ganz kurz runter. Was ist mit dir? Meine Füße tun total weh. Ich jetzt an den Fußballen. Meine Augen brennen auch total. Ich glaube wegen den Softboxen. Ja, den ganzen Tag Softbox schauen ist natürlich auch ein bisschen dumm. Man sieht es auch, dass oben die Scheibe ordentlich beschlagen ist die ganze Zeit. Gut Leute, aber ihr kennt uns. Aufgeben kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Sowas gebe ich erst auf, wirklich, wenn ich hier umfalle oder Sophia einen Krankenwagen rufen muss. Sophia ist schon komplett am Aufgeben. Na ja, gut Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen jetzt die 2-3 Stunden, bis die Sonne aufgeht, kriegen wir auch noch rum. Wir haben jetzt echt die ganze Zeit unterhalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn die Sonne aufgeht. Und dann können wir euch sagen, wie es uns dann geht. Ja, hoffentlich haben wir die Challenge bis dann nicht abgebrochen, sonst sehen wir uns früher. Ciao. Guten Morgen, Leute. Wir haben 7.09 Uhr. Wie ihr seht, geht gerade die Sonne auf. Es ist einfach nur so brutal schön. Der Tag bricht an und nur noch ein paar Stunden. Du schaust richtig fit aus, Baby. Julian, ich will einfach nur schlafen. De facto kann man in der Badewanne mit Wasser nicht schlafen, Leute. Es geht einfach nicht. Wir haben dann eigentlich die ganze Nacht nur damit verbracht zu quatschen. Wir haben uns noch einen Film angeschaut auf dem Laptop. Wir haben jetzt ungefähr noch eine gute Stunde, bis die Challenge vorbei ist. Mein Vater ist ungefähr vor 20 Minuten weggefahren und ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe nämlich Bock auf einen Tee. Ich will das Ganze jetzt noch machen. Ich weiß gar nicht, ob die Sophia schon davon was weiß. Die wird mir nämlich jetzt gleich aufstehen und ihre knappen 30 Sekunden dafür benutzen, einen Wasserkocher anzumachen. Nein, komm, lass mich einfach schlafen. Doch, ich will aber einen verdammten Tee. Ich will einen verdammten Tee. Wie assi bist du bitte? Und ich nutze meine 38 Sekunden dann, um vorzugehen, das Wasser einzuschenken und einen Tee reinzumachen. Und wieder her. Schon, ob wir das ganze zeitlich schaffen. 3, 2, 1, go! Oh, oh. Liegt dich hin? Oh, was ich dich erzählen müsste. Stopp! 25 Sekunden hast du gebraucht. Okay. Was sagst du zu der Zeit? Spitzenleistung. Wir fangen an in 3, 2, 1, go! Und stopp! So Leute, und wir haben es geschafft, es war jetzt richtig knapp, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, ich hätte 38 Sekunden, jetzt sind 37 geworden. Wir haben jetzt auch 8.01 Uhr, das heißt, wir haben jetzt noch, ich glaube, 40 Minuten, ja? Dann haben wir die Challenge geschafft. Also, wir können uns jetzt noch den Tee, oder ich kümmere mir den Tee, und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute, zum Finale. Bis gleich. Bist du ein schadenfroher Bastard? Leute, wir haben jetzt irgendwie die Situation noch ein bisschen geschafft aufzulockern. Ich habe ja gesagt, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund ja, ein bisschen ungut dufte. Und dann habe ich angefangen, ein Lied zu singen, habe es dann angemacht und dann hatte Sophia richtig Agro gemacht und das war irgendwie richtig herrlich anzuschauen. Ich bin ein bisschen schadenfroh. Du bist so schadenfroh, du bist so ein böser Mensch, Alter. Ich bin ein böser Mensch. Wieso bin ich mit dir überhaupt zusammen? Ja. Und du quälst mich hier und dann noch so, bist du noch so gemein zu mir. Wir haben übrigens
Wir haben übrigens 8.37 Uhr, also wir haben jetzt noch 3 Minuten, dann ist die Challenge geschafft. Der Tee war übrigens vorzüglich. Das kann ein schadenfrohes Ausgehen. Ich sag's dir, ich würde das alles heimzahlen. Eines Tages. Nicht eines Tages, bald. Ich zahl's dir so heim einfach. Sophia S22 wird Julian F. Eines Tages. Hör jetzt zahlen. Auf mit dem Scheiß! Willst du das kommt alles auch schnell. Nee, es kommt alles rein. Nein. Doch. Noch eine Minute. Oh! Es ist 8.40 Uhr. Oh, endlich. Ave Maria. Oh, ich geh jetzt raus. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Sophia bricht ab. Sophia S. 22 hat nicht nur die Schule abgebrochen, sondern auch... Stopp, 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 stopp. Nix, stopp. Stopp, ich filme... Ah, ah! Halt, toppel dich doch ab. Also die Challenge ist geschafft, Leute, aber ich habe jetzt eine zündige Freundin. Okay, der erste Schritt in die Freiheit. Oh geil, wir haben die Challenge geschafft, Mann. Boah, haben wir doch auf Hand? Ich muss jetzt erstmal schlafen, ich bin so krass übermüdet. Du bist übermüdet. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, das Video ist ja geschafft und jetzt sage ich euch, was die Challenge bzw. die Challenges für nächsten Monat sind. Sehr geil, dass ihr auf jeden Fall dran geblieben seid, denn jetzt lohnt es sich noch ganz kurz zuzuhören. Nächsten Monat wird das erste Mal sein, dass ich 2 Challenges in einem Monat mache. Einfach mal auch als Dankeschön, um euch was zurückzugeben und aus dem aktuellen Anlass, was für mich eine Herzenssache ist. Und zwar Challenge Nummer 1 wird sein, ich werde mich einen Tag lang nur von Döner ernähren. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie viel Döner ich dann essen soll, beziehungsweise was ihr glaubt, was sollte man da an einem Tag ungefähr essen. Da werden wir an die Welthungerhilfe spenden. Und Challenge Nummer 2 wird vermutlich am 23. März hier in München stattfinden. Da werde ich auf jeden Fall an der Demo gegen den Artikel 13 sein. Und ihr könnt da auch in die Kommentare schreiben. Schreibt bitte einen einzelnen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall 13 Stunden an dem Ort sein, wo die Demo stattfindet. Und ich werde 13 Stunden irgendwas machen. Zum Beispiel irgendwas sagen oder was weiß ich. Ihr könnt es entscheiden. Ihr schreibt hin, was ich da auf der Demo 13 Stunden machen soll. Wer will, kann gerne mitmachen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da werde ich das Ganze noch ein bisschen ankündigen. Und weil ich nichts gefunden habe, was passt zu der Spende, was Artikel 13 angeht, habe ich mir überlegt, werde ich an krebskranke Kinder hier spenden. An die krebskranke Kinderhilfe hier in München. Es gibt einen Moneypool. Der Betrag, der am Ende zustande kommt, wird 50-50. Getrennt und das eine geht an die Welthungerhilfe, das andere geht an krebskranke Kinder. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ganz liebe Grüße, Leute. Haut rein. Ciao. Do it.